Shift-Update für den 20. bis 23.11. von Jada Alessandra Seidel. Am Tag 47 der Geburtsphase der fünften Ebene unseres Planeten in Materie sind alle Sternensaaten aufgerufen, ihren Schöpferfunken bewusst hell erstrahlen zu lassen. Bereits heute hatten viele unter euch das Bedürfnis, sich der Lethargie und Schläfrigkeit hinzugeben. Selbst ermächtigt haben sich jene, die sich Meditationen öffneten und den Strom für höheres Wissen intuitiv aktivierten. Der Verbindungskanal durch Antakarana, auch als Regenbogenbrücke bekannt, aus dem Sanskrit, ist die kommende Woche das erste Mal in diesem Jahr absolut durchlässig. Die Strukturen des Gewebes von Raum und Zeit sind nun von den verknöcherten Panzern befreit. Eure erwachten kristallinen Strukturen der Ursprungsform verschmelzen mit dem interstellaren Kristallgitternetz. Der Fluss des Sutrama, auch als Silberschnur bekannt, lässt nun Befreiung einläuten. Tiefes Seelenwissen kommt an die Oberfläche und öffnet die Felder, Mana, Glaubensmuster, Emotionen, Ausdruck, Buddhi, Wille, Vernunft, Intellekt, Chitta, gespeicherte Informationen und Erfahrungen und Ahankara, Ich, Bewusstsein, Ego. Übergibt erste Teile des Datensatzes Gehirndenken an das Herzdenken. Unterstützt wird dieser Prozess auf planetarer Ebene von Neptun, der nun wieder direktläufig ist. 2011 Uploads, Upgrades können nun durch neu erwachte Kreativität und die darin enthaltenen neuen Projekte entfalten. Integration erfolgt über Kreativität. Mystisch-alchemistische Enkodierungen empfangen wir durch Lord Melchisedek. Er navigiert diese Woche die Ausrichtung hin zum galaktischen Zentrum. Damit hat das Absteigen, die Rückkehr der großen Meister begonnen. Buddha und Christus sind allgegenwärtig. In der Polarität schwingt ebenso Unzufriedenheit, Jähzorn, Egoismus, Macht und Wut. Stolpern Menschen in diese Prüffallen, gestaltet sich Vollendung, die uns in den nächsten Wochen bevorsteht. Schwierig, höheres Wissen umschifft diese Fallen. Mehr und mehr sind wir aufgefordert, unsere unendliche Koexistenz in den Alltag zu integrieren, um Materiewandel geschehen zu lassen. Eine herausfordernde, aber voller Liebe kodierte Aufgabe. Hier ist unsere Intuition ein perfekt geschliffener kristalliner Schlüssel. Göttliche Kräfte entlassen mit Geduld und Willenskraft, spirituellen Wachstum, höheres Wissen. Von der Himmelbühne, wenn die Sonne in den Schützen wandert, 21.11., wird Christusbewusstsein über unseren Äther einströmen und viele noch nicht erwachte Menschen befinden sich in plötzlich auftretenden Sinnkrisen auf Sinnsuche. Bis zum 24.11., wenn Jupiter mit Pluto im Quadrat sich zeigt, wandern eine Menge Machtausübung, Kontrolle, Masken und Konflikte im Kollektiv. Zentriert bleiben, bevor zum Neumond am 29.11. im Schützen mitteleuropäischer Zeit 13.18 und 10 Sekunden auf 7 Stunden, 42 Minuten und 48 Sekunden Weisheit des Kosmos mit einer starken Entschlossenheit zu uns strömt. Ein gewaltiger Energiecocktail, der auch unsere Chakrenarbeit tiefer als bisher anvisiert. Besonders das 11. Chakra fordert die Kontrolle über externe Energien lenken zu lernen und wird uns hier immer wieder triggern, damit auch zu arbeiten. Besondere körperliche Korrespondenz zeigen sich in dieser Woche in Hüfte, Oberschenkel und Kreuzbein.
Während der Rekonstruierung unserer Gehirne wieder an das Herz zu übergeben, kann es zu etwaigen kleineren Gedächtnisverlusten, wie auch die des Sprachverlustes kommen. Kleinere lallende Momente. Sollte sich hier jemand unsicher sein, bitte zur Kontrolle bei Personen des Vertrauens. Nutzt die aktuellen kurzen Wege des Amta-Learama, Anta-Karana, um Identifikation und Erfüllung im Jetzt zu leben, Manifestationsmultiplikator und die Unterstützung aus dem fünften Himmel von Erzengel Michael und Raphael. Fantastischen Start in eine neue, beschwingte Woche. Yada Alessandra.